Wenn man jetzt Ihren Ausführungen nicht mehr folgen kann, dann gehen Sie davon aus, dass es zu einer Anklageerhebung kommen wird gegen den Bundeskanzler. Wie Sie, oder fangen wir andersrum, wie sicher sind Sie denn, dass aus dem, was wir jetzt alles gehört haben, was Sie auch im Buch teilweise mit einfließen haben lassen, natürlich, dass es da tatsächlich zu einer Anklageerhebung kommen kann? Denn auch wenn wir nach Ihrer Meinung auf dem Weg dahin sind, momentan haben wir unabhängige Justiz, die WKStA hat es auch gezeigt, dass sie unabhängig arbeitet nach wie vor. Und Sie haben es auch erwähnt, die Alma Sadic als Justizministerin wird vermutlich jetzt nicht sich hinreißen lassen, sage ich es mal so, das Parteibuch zu wechseln kurzfristig. Ja, aber stellen Sie sich einmal vor, wo wir jetzt überhaupt sind, dass wir, als wäre das selbstverständlich, darüber reden, dass die Justiz noch in der Lage ist, die unabhängige Justiz, sich vor den Angriffen des Bundeskanzlers und seiner Partei gerade noch zu schützen. So weit sind wir jetzt. So, ich will nicht spekulieren und ich kann auch nicht spekulieren, was ein Gericht nächstes Jahr tun wird. Was ich beschrieben habe, ist eine Möglichkeit. Das ist nicht sicher. Das entscheiden nicht Herausgeber und Journalisten wie ich, sondern entscheiden Richter und Richterinnen. Das ist sehr gut so. Aber im Fall der Fälle kommt natürlich Österreich in eine extrem belastende Situation. Und Sie dürfen eines nicht vergessen. Für Sebastian Kurz, Gernot Blümel und all die anderen geht es ja um alles. Mhm. Ist ja nicht so, dass die Vorstände der großen Unternehmen alle Schlange stehen oder der Europäischen Union und sagen, Jesus, na, da hätten wir jetzt einen Bundeskanzler, der frei wird, toll, den braucht man unbedingt. Sondern wir alle wissen, und er selber weiß es auch, wenn er nicht mehr Kanzler ist, ist Sebastian Kurz ein schwer vermittelbarer Studienabbrecher und steht auf der Straße. Das heißt, es geht wirklich um alles. Und deswegen ist die Spitze der ÖVP derzeit bereit, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Und wissen Sie, was das Opfer ist? Die Sachpolitik. Wir sind in mehreren schweren Krisen. Eine hat den Namen Covid, die andere hat den Namen Bildungsprobleme, die dritte hat den Namen Armut, Arbeitslosigkeit. Und wir erleben ein politisches Chaos und keine Spur von Sachpolitik. Weil eine Regierung, zumindest der türkise Teil, nur damit beschäftigt ist, ums Überleben zu kämpfen und noch mehr Macht an sich zu reißen. Die ÖVP kümmert sich nur noch um sich selbst, nicht mehr um die Menschen. Und wenn heute Intensivstationen verstopft sind, schwerkranke Kinder, Unfallpatientinnen nicht wissen, ob sie einen Platz kriegen, der fürs Überleben notwendig ist, dann hat das auch damit zu tun, dass es eigentlich keine funktionierende Sachpolitik auf Regierungsebene mehr gibt. Und das ist die wirkliche Katastrophe. Jetzt